Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, zu einem weiteren Video. Und ja, was soll ich sagen? Wir werden heute das von euch so oft gewünschte Projekt Carbonara angehen. Und dem Kollegen Luigi liegt das Projekt Carbonara sehr am Herzen, richtig? Nichts nur am Herzen. Du, das ist ja nicht an. Mir liegt da etwas. Darf ich sagen, meine Meinung? Ja, lass raus. Okay. Lass raus. Die Carbonara. Carbonara ist für mich, was ich gesehen habe, die meiste missgebracht Gericht aus Italien, in ganzer Welt. Es ist unglaublich, Lukas. Willst du wissen, warum? Erzähl es mir. Ja. Weil ich bin einmal in einem Restaurant, da habe ich eine Carbonara bestellt und mir ist gekommen eine Teller mit Pasta, Prosciutto, Panna und Ei. Ich wollte aufstehen, wollte mit der Teller in die Küche gehen und in die Küche sagen, wer hat das gekocht? Und wenn der Koch mir gesagt, ich hätte den Gesicht so bam reingeschmissen. Sowas darf man nichts machen. Ja? Ja, das machen wir halt besser, oder? Besser nichts, aber wir bleiben mal bei der originalen Richtung von Carbonara. Okay. Viel Spaß, Leute. So Leute, bei der Carbonara, wie bei so vielen anderen leckeren Gerichten, ist eines der wichtigsten Dinge natürlich die Zutaten. Oder Gigi? Ja, ja. Und um die richtigen Zutaten zu bekommen, machen wir uns jetzt gerade auf den Weg. Und ich würde sagen, wir gehen in Wiens bestes italienisches Delikatessengeschäft und Bar, oder? Ja, das kann man lustig sagen. Auch. Unlustig, ja. Wir gehen die Kollegen Dario und Luca besuchen in Monte Orfeo. Und werden dort so die ein oder andere Zutat besorgen, die wir für die perfekte... Zwei wichtige eigentlich. Zwei. Bei mir kommen gerade Gefühle hoch. Ja? Wie bei einer Foodtour ist es. Ja. Wir sind wieder zurück auf der Straße. Grüß Hallo. Grad. Hallo. Oh, Gianni. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao. Selbstgemachte Brot. Ja, Gott sei Dank, Sauerteig von meiner Urgroßmutter. Oh, sehr schön. Über 120 Jahre in die Familie. Oh. Wunderschön. Geil. Schön. Okay, Luca, und für alle, die jetzt nicht wissen, was Guanciale ist. Guanciale ist der nöbelte Teil von den Schweinen. Es gibt auch nur ganz wenig. Auf einem Schwein von 100 Kilo haben wir nur 2 Kilo Guanciale drauf. Also den Speck ist überall hier, so Pancetta, Lardo von dem unteren Teil. Aber Guanciale, es ist der beste Teil. Guanciale ist Wange von Schwein. Ne? Nicht, dass die Leute wissen, von wo kommt. Es ist nicht der, es ist nicht der, es ist nicht der Pistolino von der Schwein. Es ist einfach die Wange von der Schwein. Jetzt nehme ich auch einmal ein Stück raus. Und wie ihr seht, auch die Oberfläche da von der Haut, da sieht man auch die schwarze Haare. Und diese rote Farbe von dem Fleisch hier, da sieht man, wie viel Sauerstoff auch in den, wie der Sauerstoff macht diese rote Farbe in dem Fleisch von den Schweinen. Bei diesen Schweinen ist immer extrem rot und die können bis 1 Meter hupfen. Also ich war selber dort bei den Produzenten. Ja, da sieht man und die schwarzen Haare. Ja, die kann man auch ein bisschen rasieren da. Kann man die Werbung für Gillette machen. Ne? Luca, c'hai pure le mezze maniche. Ecco qua, das ist ideal. Das ist die mezza manica. Das ist genau, was wir brauchen für die Carbonara. Viele machen das mit Spaghetti, aber der Gigi, wie ich auch, am liebsten mit einer mezza manica rigata. Das hat diese schöne Oberfläche gestreift. Das zieht am besten dann die Creme von die Carbonara. Und die Carbonara wird der Gigi danach zeigen. Ganz simpel gehalten. Also das ist der beste Moment natürlich. Jetzt haben wir hier ein bisschen frisches Brot und damit diese leichte Wärme noch. Also auch sehr gut geeignet für ein Aperitivo. Mario, jetzt bist du dran. Also Luca, von der Wärme, vom Schneiden, dadurch entsteht guck mal, wie das schmilzt. Ja. Ja, das schmilzt sofort. Your turn. Ohne Angst. Ja. Jetzt einfach genießen, lachen, noch die Zunge schmelzen lassen. Schmelzt mich auf die Zunge. Und beim Schwein, das Kastanien und Haselnuss gegessen haben, dann schmeckt man das auf jeden Fall raus.
Spaß. Jawohl. Tatsächlich süß bisschen. Genau, also extrem lustig. Und die einzige Note ist nur draußen, weil das ist komplett natürlich produziert. Es hat keine Nitraten, keine Konservierungsstoffe. Das einzige ist der Schweinewagen plus Salz und Pfeffer auf die Oberfläche. Das ist alles, wo die Magie passiert. Und kann man wirklich viel anfangen. Leider ist es noch sehr unbekannt in den nördlichen Ländern, aber das kommt immer wieder, glaube ich. Also, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, ja? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir. Den Guanciale ist für alles, ragazzi. Okay, jetzt schauen wir uns noch den Pecorino an. Den haben wir diese Woche bekommen, auch aus Sardinien. Wie ihr seht, diese schöne dunkle Kruste, das ist der Pecorino Riserva. Mhm. Aber die wird gereift in 24 Kilo große Laib. Und durch diese schöne große, das hält auch eine schöne frische Note drin. Und es bleibt süß und es wird nicht zu salzig, wie oft denn in die Reifung von einem Pecorino passieren konnte. Ich finde, dieses hier ist sehr gut mit einer Marmelade, mit einem Chutney dazu zu kombinieren, aber ist auch die Basis für eine Matriciana oder für eine Carbonara zu benutzen. Pecorino Riserva. Ja, ist ein bisschen smoother, ein bisschen weicher. Ist viel milder. Wie findest du es? Süß und cremig. So. Genau, diese cremig. Und du kannst dir schon vorstellen, wie die jetzt mit einem Spaghetti, Cacio Pepe, mit ein bisschen von dem Wasser, von der Pasta, da sofort eine Creme rausbekommen. Genau. Egal wie viele Rezepte, aber bitte keine Sahne in Carbonara. Genau, also okay. Schlagobers ist ein Verbot bei uns. Wenn ihr mal doch eine mit Sahne bekommt, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Ja, genau. Ich hätte den Gesicht so bam reingeschmissen, weil sowas darf man nichts machen. Grazie. Perfetto, ragazzi. Da haben wir alles gepackt. Ciao ragazzi, viel Spaß. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Wow, das war ein Erlebnis. Buon appetito. Dann ist die Zeit kurz stehen geblieben. Okay. Na also, du wolltest was sagen. Ja Leute, um es auf den Punkt zu bringen, wir haben Pecorino, wir haben Guanciale und wir haben die Nudel. Die Nudel. Und jetzt gehen wir nach Hause und jetzt kochen wir Carbonara. Ja. Er zeigt uns, wie eine originale Carbonara wird. Ich hoffe, dass ihr versteht, dass Luca wird eine originale Carbonara kochen. Ja, zieh dich warm an, Luigi. Ich bin schon angezogen. Das ist die Geheimzutat für eine gute Carbonara. Kein Speck, keine Pancetta und keine Prosciutto. Bitte. Einfach Guanciale. Darf man vorstellen, den Guanciale? Ja. Ja. Genau das. Da sieht man, dass der Schwein war richtig. So wie ich, da sieht man, dass die ganze Fett hängt. Das ist die Guanciale, unser bester Freund. Genau. Siehst du? Das ist pur Gold, das, ragazzi. Drei Scheiben von denen brauchen wir. So. Okay, kriegst du. Du bist dran. Schau, wie schön schneidet. Alla Nusret, mit die Finger macht die also. Die dickste für mich, oder? Genau. Aber die untere Haut lässt man dran. Okay, das muss schön warm sein. Wie viel von 10? Ja, 7, 8. Lass mal ein bisschen die Pfeffer rosten. Das ist auch kein Geschmack. Wie du siehst, fängt jetzt zum Rosten. Mhm. Siehst du? Wie ich sehe und rieche. Ja. Einfach unsere Guanciale. Da fehlt noch was. Der wird schon so transparent, ja. Oder? Wie Gummibärchen. Ja, das ist die, weil das Fett fängt zu schmelzen. Ja. Aber das, schade, wir sind fast an den Rostpunkt, wo draußen ist knusprig, aber drin ist weich. Genau. Siehst du? Medium rare. Genau. Ja. Das ist, da kannst du sogar Reserve machen. Ja. Wir nehmen das raus jetzt.
Ciao ragazzi. Crunchy? Ja. Da ist aber die Gewürze voll dran von dem Pfeffer. Und die Gewürze von eigene. Jetzt machen wir so, luschen wir ein bisschen ab, das Saft. Also Leute, die Guanciale wurde gebraten, das Fett ist rausgekommen. Ja. Steht jetzt hier bereit. Genau. Die Guanciale warten so lange. Genau. Und Salz. Mezzemanige. Ja. Okay, pro Person. Eine ganze Ei und eine Totta. Ich reibe ein bisschen von dem Pecorino. Passt. Und siehst du, wie gelb der dort ist? Das habe ich gemeint. Das sind die besten Eier. Noch ein ganzes für Mario. Luigi ist wieder auf Diät, war klar. Aber warte ab, bello mio. Warte ab. Luigi sein Comeback hat. Prise Salz. Mhm. Ja. Pfeffer. Hau rein in die Mitte. Dann direkt das Ei. Genau. Ich habe es nie gesehen, wie man das macht. Ja. Jetzt kommst du mit Kamera? Ja, ich komme mit Kamera. Jetzt geben wir. I used to think that I could not. Jetzt geben wir von der Pasta ein bisschen von der Wasser rein und versuchen wir irgendwie das Ei zu pasteurisieren, sagen wir. Ja, das ist schon gekocht. So ganz leicht kochen so. Genau, dass die Creme schon da ist. Ein bisschen Wasser nehme ich weg. Das kannst du vergessen. Nudelwasser dazu? Ja. So, das ist die Creme, was ich meine. Und du hast die Pasta jetzt wieder kurz vor al dente. Genau. Also sie sind noch nicht al dente aus dem Wasser rausgekommen und ja, die werden jetzt damit al dente. Weiter kochen noch ein bisschen, dass die Pasta saugt die Soße von der Guanciale, aber dafür die Pasta hinterlässt die Stärke und bildet sie diese schöne cremige Soße. Bravo, Luca. Jetzt machen wir eine Überraschung. Okay? Wir schneiden ganz weniger das. Ecco qua, wir brauchen kein Feuer mehr jetzt. Wir lassen jetzt eine Spur runterkommen von der Hitze, weil sonst die Eier kocht und wir die frittate. Aber nicht zu viel, dass er kalt ist. Eine richtige, ein paar Minuten so, dass da frische Luft hineingeht. Ja, und wird sogar 10, 20 Grad runterkommen. Mhm. Und jetzt gehen wir mit die. Jetzt gehen wir durch mit Carbonara-Soßen. Jetzt ist das an dem Punkt, ja? Den Pecorino fängt zu kleben an die Nudeln und die Eier fängt zum dicker zu werden, so cremig. Wow, ich werde deine Freundin mich hassen. Schau, das ist dann an dem Punkt, wir sind korrekt. Es muss so sein, das Ei muss cremig sein und es ist keine Angst, dass die Leute denken, ist roh. Weil mit diesen 70 Grad, was die Pasta sicher gehabt hat, pasteurisiert quasi. Mhm. Okay? Nur, dass die Leute keine Angst haben, na, ich werde sowas nichts essen. Wer sowas denkt, sollte einfach Sahne, Carbonara mit Sahne machen. Impiattare. Ganz weniger. Lukas, du bist dran. Ich probiere erstmal ohne
ist urcremig. Was geht? Das ist perfekt. Ja? Mhm. Boah. Ich mag, was ich gelernt habe und würde nicht sagen... Das ist so cremig. Das ist wichtig. Die Creme und die Nudeln sind eins, die sind vereint. Genau, es ist genau dieser Moment, wo du hast die Pasta in diesem Effekt. Erstes Mal. Du weißt, was du zu sagen hast. Wie viele erste Mal hat er mal? Ja. Boah. Das ist richtig cool. Ja? Mhm. Musst du ausnehmen. Probier mit so einem Crunch-Ding, mit so einem Guanciale. Ein Nudel mit, ja genau. So. Perfekt, ja. Weil dann hast du Cremigkeit, Crunch und dann hast du noch so ein bisschen mehr, da ist so ein bisschen mehr Salz noch drin. Wenn du das genau. Boah. Brutal, oder? Ja. Mhm. Die beste Carbonara, die ich je gegessen habe. Genau, das wollte ich ja. Schaut Leute, ihr müsst euch hier so eine Nudel nehmen oder zwei Nudeln. Drei sind noch besser. Drei sind noch besser. Schön durch die Soße ziehen und dann nehmt ihr noch eins von diesen Guanciale-Dingern mit, weil dann habt ihr Crunch, nochmal mehr Würzigkeit, schön Salz ist an dem Ding dran. Und Pfeffer und dann in Kombination mit der Creme. Kann man sagen, in einer Gabel gibt es die ganze Arbeiten. Mhm. Oder? Mhm. Okay. Nein, hast du mich erwischt. Ich habe nur zwei Stück, weil ich kann das nicht. Ich schwitze drin, ich würde die ganze Teller essen. Nein, basta. Okay, aber nach so eine schöne, sag mal, Teller Pasta. Was würde dazu passen? Ein guter Dessert. Tiramisu. Tiramisu? Mhm. Ich kann dir schon machen, aber haben wir nichts die Material vielleicht. Ich habe alles. Aber schon. Da sind noch die Eier geblieben. Und das ist genau die Zahl, was wir brauchen für eine Schokotorte. Hast du Schokolade? Der Luigi hat immer noch einen im Lauf. Alter. Naja, aber es ist da. Was machst du mit Ei? Was wenn brauchst du noch? Ich brauche eigentlich ein bisschen Mehl. Hammer. Butter. Hammer. Und Kochschokolade oder Schmelzschokolade. Und Sabrina sicher auch. Ja? Na dann. Gigi und Lukas, die besten Schauspieler 2021. Und war die Schokolade ein bisschen härter, oder? Also, dass ich es jetzt richtig verstehe. Ja. Du sprichst schon von einem Kuchen, wo Schokolade rausläuft. Ja, genau. Genau, du machst, schaut so wie gekochte Kuchen, machst du auf und kommt die ganze flüssige Herz. Torta dal cuore morbido. Na, schau mal, da hat der Luigi noch Haare gehabt. Ja, das war nicht so lange her. So, Lukas, ja. Wir wagen jetzt... Zieh laut Voldemort, das ja. Gesicht. So, wir machen jetzt eine Bain-Marie. Wie sagt man auf Deutsch? Wasserbad. Wasserbad, ja. Bain-Maria. Wir geben ein bisschen Wasser mit einer Schüssel. Fünf. Das Butter, oder? Oder der Butter? Ich sag die Butter. Die Butter. Okay. Questo? Auf jeden Fall nicht das. Okay. Einfach drinnen und die Schokolade. Ja. Oh, habe ich korrekt gesagt. Naja, nach 20 Jahren in Wien lerne ich schon ein bisschen Deutsch. Mario hat alles abgewogen. Ich hoffe, das hat er korrekt abgewogen und nicht geschummelt, um mir reinzulegen. So, auf der Gegenseite brauchen wir... Zweimal ganz, zweimal halb, oder? Genau, ohne Schale. Ich mache immer abwechselnd, weißt du, Luigi? Ich mache immer einen ganzen. Aber du solltest du ja ja dort... Scheiße. Wenigstens denkt einer von uns. Na, das ist die, wie heißt das? Die Live. Schönheit von einem Live-Video, wenn du live kochst. Ja. Yeah. Ja,
Und dann einfach Mehl und Staubzucker dazu, genau, oder? Genau, dazu geben. Das wird eine Masse wie Krebs oder Schinken. Bravo, Luis. Bravo, bravo. Du kannst sehr gut das. Habt ihr schon mein Brot gesehen, Leute? Ich muss es euch kurz zeigen. Wenn alles gut geht, Leute, man munkelt, dann ist das nächste Video, das kommen wird, beziehungsweise wird das nächste Video, das kommen wird, dieses schöne Toastbrot beinhalten. Und natürlich machen wir uns daraus ein sehr, sehr wildes Sandwich. Vielleicht, man munkelt. Jetzt muss ich... Ich bin schuld, ja? No, no, aber ich bin auch gut. Ist alles schön? Ja, ich bin schön. Beispiel, wenn wir klein waren, wir haben die frische Ei lock gemacht und getrunken. Ach so, in das Ei ein Loch gegeben? Ja, unten, oben. Wirklich, okay, ist hardcore. Schokolade ist geschmolzen. Muss man die formen. Okay, jetzt wir einbutten oder panieren, wie sie immer sagen, diese Formen mit Butter. Sieht so schön aus gerade. So wie der Luca gesagt, das machen wir. Einstauben. Am besten wäre Kakao gewesen. Hast du Kakao? Ich kann nicht alles. Ich habe vergessen. So? So. Ja. Einfach schön mischen. Ich hoffe, dass ihr schmeckt. Oh, es wird mir schmecken, da bin ich mir ganz sicher. Schokoladenherz. Genau. Das sind meine Lieblingsherzen. Okay, du kannst schon die Form begießen. Begießen, ja, wie du gesagt hast. Maria hat Angst gehabt, dass wir zu wenig haben. Für den letzten. Na, geht schon. Sieht so nice aus, wie es da reinläuft. Ein bisschen was musst du noch drin lassen für mich zum Ausschlecken. Da, hast du das? Hast du ein bisschen weiße Schokolade? Natürlich. Du hast immer alles wahnsinnig. Bei dir ist es wie ein Supermarkt. Frag mal nicht einmal Fragen. Genau. Perfekt. Uno. E due. Gibst du drinnen. Mhm. Und due. Und dann mit das so ertrinken lassen. Das ist wieder Bastardo, oder? Das ist richtig Bastardo. Von der Diät, genauso wie ich. Vor gute 10 Minuten, 180 Grad. Schau mal, siehst du in der Mitte von der Form, fängt schon tiefer auf zu werden. Genau, ja. Das ist noch flüssiger. Und wenn das Ganze gerade ist, dann ist vorbei. Ah, okay. Verstehst du? Für mich kann es auch eher noch flüssiger sein. Kann es auch jetzt schon sein. Na, aber du musst auch den Struktur haben, dass wenn du drehst, bleibt. Ja, stimmt. Verstehst du, da bleibt die Form ein bisschen auf die Seite, solange du greifst die Kruste, sag mal. Mhm. So muss sein. Da war es. Maria. Bis zum nächsten Augen. Genau. Padre, Figlio, Spirito, Santo. Amen. Los. Jesus. Oh, Jesus. Bin ich stolz auf dich. Nuss, wie ist das? Nussret. Stunde der Wahrheit. Oh. Nein. Und aufmachen. Das ist ja nicht mal mir. Bist du ein Proto? Ja, wir haben eine Option. Das ist ja nicht mal Medium Rare, Männer. Aber das musst du essen jetzt. Boah, schaut mal, Leute, da kommt die weiße Schokolade raus. Ist gut. Aber die Erwartung, wie ist das? Übertroffen oder? Mhm. Kann man trinken. Hau rein. Ohne Angst. Das flüssige Liebe. Ja, ich finde Vanille-Eis. Oder Schlagobers. Nicht vergessen.
Ganz wichtig. Aber nicht in die Carbonara. Genau, jetzt hast du alles wieder gut gemacht. Genau, Aufsage bitte, bitte. Es ist ein Appell an die ganze Welt. Carbonara, ohne Schlagobers, ohne Sahne. In diesem Sinne, Freunde, wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Folgt Luigi, folgt mir, folgt Mario. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Peace. Folgen Sie uns. Folgen Sie uns. Folgen Sie uns. Mozzarella ist die Name oder Carbonara. Es gibt eine Geschichte, sagen, das ist von die Holz, wie heißt das auf Deutsch, die das die in Wald, Holzfäller sind in Wald gegangen, haben Holz geschnitten und haben diese, wie heißt das, mein Gott, Kohle. Ja. Gemacht, haben den Holz gebrannt und Kohle. Kohle auf Italienisch heißt Carbone. Und das ist die Pasta, was immer diese Leute gekocht haben. Und das ist Carbonara von den Carbonari. Die Leute, dass diese Kohle immer gemacht haben. Mhm. Weiß nicht, ob du verstehst. Doch, ich verstehe, ja. Genau, und dieselbe auch Mozzarella. Auch. Woher Mozzarella ist wegen der Bearbeitung, das ist die Erwürgen. Dass du die Kugel. Das drückt man so raus. Ja, ne? Das ist Mozzatura. Und deswegen ist Mozzare, erwürgen, die Name Mozzarella. Mozzarella. Stell dir vor. Keine Carbonara mit Schlagobers. Das gibt's nicht einmal in Wikipedia. Sowas.